Willkommen zu einem weiteren Tech-Tipp hier bei SATA in Convestheim. Mein Name ist Martin Maschalla. Und mein Name ist Simon Sartoff. Heute wollen wir mit euch über die Druckluftleitung sprechen, beziehungsweise um alles, was daran auch angeschlossen wird, euch ein paar Tipps geben und ein paar Hinweise zum Druckverlust. Genau. Gerade hier ist wichtig der Innendurchmesser. Also willkommen zu sprechen auf den Innendurchmesser von Hauptdruckleitungen, aber auch von Schlauchsystemen. Wir haben hier zum Beispiel zwei Schlauchsysteme, einmal einen 6 mm Innendurchmesserschlauch und einmal den 9 mm Innendurchmesserschlauch. Oftmals sehen wir unsere, oder die Anwender eigentlich, dass die einen 6 mm Schlauch benutzen. Und als Begründung nennen sie uns, der ist ja günstiger als der 9 mm Schlauch. Allerdings wollen wir jetzt zeigen, was denn überhaupt der Unterschied zwischen dem Innendurchmesser ist und warum der wichtig ist. Richtig. Wir haben jetzt hier mal vorbereitet eine HVLP-Technologie und eine RP-Technologie. Auch da gibt es Druckunterschiede. Oft wird gefragt, wie hoch ist der Druckverlust bei einem 10 Meter langen Schlauch? Dann kommt in der Regel ein Bar als Antwort. Das stimmt nicht ganz, es hängt wirklich vom Innendurchmesser ab. Es hängt von der Lackiertechnologie bzw. von der Pistole auch ab. Wir werden mal an beide Schläuche anschließen. Wir haben am Filter 6 Bar eingestellt. Jetzt schließe ich mal die RP-Variante an den 9 mm Druckluftschlauch. Alles ist voll geöffnet. Wir schauen, dass maximal Luftvolumenstrom durchgeht. Die Anzeige zeigt 5,2 Bar an. Das heißt, ich habe jetzt bereits 0,8 Bar Druckverlust, was eigentlich ein ganz, ganz guter Wert ist. Wenn ich jetzt die gleiche Pistole an einen 6 mm Schlauch anschließe, steht schon 3,7 Bar auf der Uhr. Also hier habe ich schon 2,3 Bar Druckverlust, alleine weil ich einfach einen falschen Schlauch genommen habe. Das Ganze machen wir jetzt mit HVLP. HVLP auf 9 mm, voll abgezogen. Jetzt zeigt die Anzeige 4,2 bis 4,3 Bar an. Da sind es bereits 1,7 Bar Druckverlust. Das hängt einfach mit dem Luftbedarf, den die HVLP-Technologie hat. HVLP steht ja bekanntlich für High Volume, Low Pressure. Das heißt, sie haben ein hohes Luftvolumen, aber sie benötigt eben einen geringeren Luftdruck. So, jetzt kommt die Extremvariante. Das heißt, 6 mm Schlauch, das heißt zu dünn, bei maximalem Luftbedarf. Man hört schon, die Anzeige zeigt 2,3 Bar an. Das sind ganze 3,7 Bar Druckverlust, allein aufgrund des Innendurchmessers des Schlauchs. Da sehen wir natürlich, okay, der Kunde hat recht, der 6 mm Innendurchmesserschlauch ist günstiger als der 9 mm Innendurchmesserschlauch, allerdings nur bei der Anschaffung. Ja, wenn man die ganzen Betriebskosten des Kompressors mal hinzurechnet, der mehr arbeiten muss, um das gleiche oder die gleiche Energie an der Lackierpistole hier bringen zu lassen, mal dazu rechnen, ist der 6 mm Schlauch einfach eine viel höhere Belastung, gerade was Wartungsarbeiten am Kompressor oder auch den Kompressor an sich betreffen. Ja. Was auch natürlich wichtig ist, sind die Anbauteile bzw. die Elemente, die an so ein Druckluftnetz angeschlossen werden. Das sind unter anderem hier ein Kugelhahn als Beispiel. Den empfehlen wir auch, regelmäßig im Druckluftnetz anzuschließen, damit ich einfach auch Bereiche schließen kann. Hier steht jetzt schon 0,5 Zoll drauf. Oft wird suggeriert, dass 0,5 Zoll Gewinde, aber Innendurchmesser ist nicht gegeben. Also darauf achten, anständige Qualität oder eine gute Qualität zu kaufen, kann man prüfen, indem man durchschaut, gleichmäßiger Innendurchmesser, dann passt das Ganze auch mit dem Luftvolumenstrom. Hier haben wir ein weiteres Beispiel, der Anschlussnippel wird sehr vernachlässigt beim Kauf. Das ist jetzt einer, der beispielsweise mit ausgeliefert wird mit der Lackierpistole zum Teil. Der hat eine Teflondichtung innen, der ist auch innen beschichtet. Da bin ich eigentlich volumenmäßig safe und was auch die Qualität angeht auch. Ich sage deshalb beschichtet, es gibt Negativbeispiele. Hier eins mit einem Teflonband beispielsweise, da können auch Teile in die Lackierpistole eindringen. Die kommen dann vorne natürlich irgendwann wieder raus oder bleiben im schlimmsten Fall im Luftkanal hängen. Hier haben wir eine beschädigte Kupplung, das ist auch so ein klassisches Beispiel, Pistole fällt runter, fällt auf die Kupplung, ach es funktioniert, ich nehme sie wieder, aber das stört natürlich auch das Endergebnis.
Wir haben jetzt viel auch über Durchmesser und Druckluftschläuche gesprochen. Jetzt ist die Frage, was muss denn so ein Druckluftschlauch können? Zum einen, so ein Gewebeschlauch aus dem Baumarkt lohnt sich nicht für die Lackierung. Das mag ein guter Gartenschlauch sein, aber oft sind Trennmittelrückstände drin, die sich bei Erwärmung eben entfalten und das Ganze bildet sich dann auf der Lackierung ab. Das in Form von Silikonkratern. Lackierung fehlgeschlagen. Ich suche den Fehler und im Prinzip hängt er in meinem Schlauch drin. Ganz wichtig ist, dass er antistatisch ist, das heißt, er muss statische Ladung durchlassen, der Widerstand muss gering sein. Es gibt eine Norm dazu, die heißt EN1953. Flexibel sollte er sein, klar, frei von lackstörenden Substanzen. Wir empfehlen, den Luftschlauch einmal im Jahr auszutauschen, zumindest aus der Lackierkabine heraus. Man kann das Teil dann einem Karosseriebauer geben oder einem Kfz-Mechaniker, die können den weiterhin benutzen. Das Problem aber für die Lackierung ist er oft nicht mehr geeignet. Da fahren Fahrzeuge drüber, gerade auf dem Gitterboden, lösen sich dann Teile der sogenannten Schlauchseele. Die sehen wir hier im Querschnitt. Die ist schwarz, die ist absolut silikon- und lackstörungsfrei. Das macht eben den Unterschied eines Lackierluftschlauchs zu einem, ich sag mal, Gartenschlauch. Zu einem günstigen Schlauch, genau. Weitere Informationen haben wir natürlich auch in unseren Prospekten. Auch gerade was Innendurchmesser angeht, auf der letzten Seite haben wir Informationen, wie denn auch der Innendurchmesser in einer Hauptdruckleitung sein muss, bei einer gewissen Größe des Kompressors und natürlich auch bei einer gewissen Länge der Hauptdruckleitung. Das heißt, auch hier in diesen Prospekten findet man viele nützliche Informationen über Innendurchmesser, über SATA-Schläuche und allen dazugehörigen Produkten. Ja, ich hoffe, unser Tech-Tipp hat euch gefallen. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Stay safe.